Wir halten kurz die Luft an, dann setzen wir zum Sprung an und so tauchen wir ins Jetzt, dahin, wo uns keiner kennt. Wir bauen uns ein Moonrise Kingdom in dem Moment, in dem wir wohnen. Wir tragen Kirschohrringe zu weiten Kleidern aus Wind auf. Und bei uns heute zu Gast ist Julia Engelmann. Sie ist gerade im Zuge ihrer Tour in Graz unterwegs und wir haben das Glück, dass wir mit ihr sprechen dürfen. Danke, Julia, dass du Zeit genommen hast. Ja, gerne. Du bist ja eigentlich ganz bekannt durch Poetry Slam. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie bist du dazu gekommen? Ja, gerne. Also Poetry Slam ist so eine Art moderner Dichterwettstreit. Das heißt, verschiedene Leute treten mit selbstgeschriebenen Texten gegeneinander an und ich schreibe Gedichte. Und das habe ich 5 Jahre lang gemacht, glaube ich. Und was soll ich, bevor ich dazu gekommen bin, richtig? Genau. Genau. Und ich habe schon immer richtig gerne geschrieben, aber wusste nicht, dass man Gedichte schreiben kann, dass man das irgendwie irgendwo damit hingeht, dass es einen Ort gibt, wo das einen Platz hat. Und mit 17 bin ich zufällig mit einer Freundin auf den Poetry Slam gegangen. Sie hat gesagt, meine Klasse geht da irgendwie hin, das hat irgendwas mit Gedichten zu tun. Da war ich, okay. Und das hat mich so geflasht einfach. Ich fand es so schön, dass jeder Gedanke auf der Bühne akzeptiert wird, dass verschiedene Menschen einfach was von sich preisgeben. Und ja, dann wusste ich am gleichen Abend, dass ich das unbedingt machen will und habe mich am gleichen Abend noch per E-Mail angemeldet und ab dem Monat danach habe ich mitgemacht. Also haben deine Texte auch schon existiert, bevor du wusstest, dass es Poetry Slam gibt? Meine Gedanken auf jeden Fall dazu, würde ich sagen, aber Texte habe ich dann tatsächlich erst angefangen so zu schreiben, dass ich, dass die für die Bühne sind, dass die diese 5 Minuten, die man meistens hat, auch dauern. Also ich habe davor auch geschrieben, aber nicht so sehr für die Bühne und in diesem Format und das hat mir total geholfen, irgendwie auch zu wissen, wofür ich schreibe. Also es ist, finde ich, 5 Minuten was sagen zu können, ist eine total, ja, für mich genau der richtige Zeitrahmen. Du sagst, es ist der richtige Zeitrahmen. Wie entscheidet man dann, was von einem Text du mit in den Auftritt nimmst und was vielleicht weggelassen werden muss? Passiert sowas überhaupt? Oder schreibst du einen Text und du hast schon den Gedanken, ja, das sind jetzt 5 Minuten, das ist lang genug oder kurz genug. Wie schaut das aus? Leider nicht genau so. Also ich habe einmal ein Gedicht so in einem durchgeschrieben und das ist dann auch dabei belassen worden und das dauert auch ungefähr die Zeit, aber ansonsten ist das ein ziemlich langer Prozess daraus, dass ich mir in Notizbüchern, in meinem Handy, im Laptop Gedanken sammel und vielleicht sogar eine Collage bastel und eine Playlist zusammenstelle und dann irgendwie so ein riesiges Portfolio an Verknüpfung irgendwie anstelle und dann sind das manchmal Word-Dokumente, die irgendwie 30 Seiten sind oder so und dann kürze ich das und sortiere das und dann wie so ein kleines Sudoku-Rätsel. Also dann dauert es schon noch einen Moment und dann irgendwann spreche ich es auch laut und so weiter und dann stoppe ich die Zeit. Okay, ja. Und wenn du dann soweit bist und die Texte laut sprichst, ja, wer sind die ersten Personen, die sie hören dürfen? Meine Eltern, meine Mutter, meine Freunde, ja, also die Leute in meinem nahen Umfeld, aber als erstes eigentlich meine Familie, mein Bruder auch, genau. Und wie ist das Feedback dann? Hat schon mal den Fall gegeben, dass irgendwer gesagt hat, du Julia, das ist jetzt nicht so? Also alle um mich herum unterstützen mich sehr in dem, was ich mache, denke ich, und lassen mir da auch freie Hand. Aber ja, es gibt also, ich höre mir schon das Feedback an und möchte auch ehrliches Feedback. Also es hat schon mal auch jemand gesagt, das habe ich noch nicht verstanden oder vielleicht, ja, kannst du da noch mal drüber nachdenken. Und aber genauso hat es auch schon gegeben, dass halt jemand gesagt hat, okay, ja, voll schön. Und dann, dann gucke ich damit weiter, was ich damit dann mache. Also generell kommt es gut an bei deiner Familie und deinen Freunden? Ja, zum Glück. Und holst du da auch durch die Freundschaft und durch die Familie Inspiration? Wie entsteht sowas in deinem Kopf? Also woher nimmt man diese ganze Inspiration? Ich glaube, die Inspiration kann gar nicht ohne andere Menschen irgendwie zustande kommen. Also es wäre, glaube ich, Quatsch zu behaupten, ich wäre der erste Mensch, der all das gedacht hat und es wäre total exklusiv. Also auf jeden Fall, am meisten inspiriert mich Fragen zum Leben, die ich irgendwie nicht beantworten kann oder Dissonanzen in mir oder Sachen, bei denen ich denke, oh nein, warum habe ich das gemacht oder oh nein, warum habe ich das nicht gemacht oder wie hätte ich das machen können oder wie wird das alles werden? Und Gespräche mit Freunden und Familie auch total, beeinflussen das total, was denen passiert, was mir mit denen passiert und so weiter. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass du eine gute Zuhörerin bist und wirklich alles aufnimmst, was man dir vielleicht erzählt. Und vor allem auch eben die Probleme, die man hat. Ich glaube,
dass deine Texte vielen Menschen helfen, weil du unausgesprochene Dinge vielleicht aussprichst. Hast du vielleicht so ein Feedback auch schon bekommen? Ja, erstens gerade von dir. Also vielen Dank. Ja, habe ich schon öfter bekommen und das bewegt mich richtig doll. Und wenn ich drüber nachdenke, das erste Gedicht, was ich auf dem Poetry Slam vorgetragen habe, hieß nicht allein, aber einsam. Also es ging darum, wie ich mich so einsam gefühlt habe, obwohl ich halt andauernd von Leuten umgeben war. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, was aus meinem Leben geworden ist, also dass bis zu 1000 Leuten an einem Abend kommen und mir zuhören, ich meine, wie allein oder einsam kann ich mich da fühlen oder wie allein oder einsam können die anderen sich da fühlen. Also das, ich glaube, es ist ein gegenseitiges so Geben und Nehmen, dass andere Leute das erleichtert, aber mich auch. Und ich wiederum finde es auch schön, wenn andere ehrlich aussprechen, was sie denken. Ja. Ja, ich glaube auch, du erleichterst es vielen Menschen auch, darüber zu sprechen, ja, weil einfach nicht jeder den Schritt gehen kann, das auszusprechen, was man sich denkt und vielleicht seine Gefühle. Und im Endeffekt hat aber jeder die gleichen Laster. Das, ich glaube, du kannst echt vielen Menschen damit helfen. Ich finde es toll, was du machst. Dankeschön. Noch eine Frage vielleicht, die dir schon öfter gestellt wurde. Wie schaut es jetzt aus, dieses eine Video, mit dem du so bekannt wurdest? Wann hast du das letzte Mal gesehen? Oh, das ist recht so lange her, dass ich gerade nicht weiß. Ich weiß es nicht. Ich hab aber immer mal wieder startet das irgendwo in meinem Umfeld, wenn einer in meiner Familie nachguckt, ob es wie viele Klicks es hat oder so. Dann höre ich mal so die Anfangsmusik kurz. Aber ich habe es, also oder wenn ich in einer Talkshow bin und die spielen einen Clip davon oder so, dann sehe ich es auch. Aber ansonsten nicht, das ist schon so lange her irgendwie. Aber das, ich habe es richtig lieb, aber ich gucke es mir jetzt nicht jeden Tag an. Na, es ist aber echt ein cooles Video. Du bist ja eigentlich auch Schauspielerin. Ja. Wie schaust du aus auf dem Weg? Bist du noch aktiv? Willst du noch aktiver sein werden? Ich wollte Schauspielerin immer werden und auch bevor ich wusste, dass es diesen Traumjob für mich gibt, den ich jetzt habe, also dass ich quasi als Poppoetin irgendwie arbeiten kann, dass ich Dichterin sein kann. Und das ist für mich so ein Wunder und so ein Glück, dass ich das eigentlich gar nicht hergeben möchte irgendwie. Deswegen steht so alles andere, so wie auch mein Studium, ein bisschen hinten an. Aber genau, also von daher, ich bin der Schauspielerei überhaupt nicht abgeneigt, aber ich glaube halt daran, dass ich eine Sache gleichzeitig machen sollte, also nur mich auf eine Sache konzentrieren sollte und dann ist es für mich das Schreiben. Und ich habe auch in einem Interview von dir mal gehört, irgendein Traum von dir wäre, irgendwann eine eigene Band zu haben. Ja. Wie schaut es mit diesem Traum aus? Da bin ich schon ein Stück näher dran. Ich spiele auch in meinem Programm, auf der Tour singe ich auch und spiele Gitarre. Also ich weiß gar nicht, vielleicht bin ich auch so ein Ein-Mann-Band-Typ. Also vielleicht bin ich schon meine Band und muss nur anfangen, mit ihr in der Garage zu proben. Also ja, ich würde richtig gerne auch Musik machen und schreiben, weil das schon richtig lange auch ein Hobby von mir ist oder eine Leidenschaft, ja. Ich glaube, das könnte wirklich toll werden mit der Musik. Du hast jetzt einen Auftritt angesprochen, ja. Vielleicht ein bisschen privater. Was machst du kurz vor dem Auftritt? Bist du noch nervös? Bei so vielen Auftritten hast du irgendwelche Rituale? Ich bin nicht nervös. Ich würde sagen, ich bin konzentriert und vorfreudig, so ein bisschen aufgeregt. Das, glaube ich, braucht man auch, weil sonst ist dass man so konzentriert ist, dass man irgendwie wach ist. Das bin ich auf jeden Fall. Kurz vorher, was mache ich kurz vorher? Ich mache einen Soundcheck, dann esse ich Abendbrot, dann gebe ich mir High Five mit meiner Familie, die nämlich immer mit auf Tour ist, weil meine Mutter meine Managerin ist und mein Papa mein Tourmanager. Und dann gehe ich nochmal Gedichte durch. Manchmal, wenn ich Lust dazu habe, versuche ich sie richtig, richtig schnell aufzusagen und so Zeitgrenzen zu unterbieten, also zu gucken, wie schnell ich kommen kann. Manchmal schreibe ich vorher noch oder ich höre Musik. Oder ich laufe auf und ab und ich gucke, ob das Bluetooth von meinem Selfie-Stick funktioniert. Okay, zu guter Letzt, du bist jetzt in Österreich. Ja. Wie gefällt es dir in Österreich? Irgendwas Besonderes? Ja, es sind alle richtig nett und das Wetter ist richtig gut. Also von daher gefällt es mir wie im Urlaub richtig, richtig gut. Also kommst du vielleicht wieder? Unbedingt, ja, richtig gerne. Okay, sehr schön. Sage ich vielen Dank für das wirklich voll nette Interview. Danke dir auch. Hoffentlich sehen wir uns wieder einmal. Und bis dahin weiterhin ganz, ganz viel Glück, Erfolg und alles Gute. Dankeschön, für dich auch. Danke. Danke. Tschüss.